gut, Dad. Ja, auf Wiedersehen. Nein, warte noch. Du solltest mit reinkommen. Lloyd ist da. Nein, ich denke, das wäre Mom gar nicht so. Ja, aber er macht ständig diese lächerliche Show, wenn er mich sieht. Hey, Jesse James. Total bescheuert. Der Typ ist echt schräg. Er tut eben alles, um eure Freundschaft zu gewinnen. Das ist doch Nein, okay. Nein, der ist einfach nur echt alt. Er ist kaum älter als ich, Eli. Ja, aber verhält sich wie ein alter Trottel. Ich weiß noch, dass ihr ihn richtig gemocht habt, als ihr mit ihm beim Basketball wart. Er hat ja auch prima Karten organisiert. Genau. Ich finde ihn ja gar nicht so alles schlecht. Alles klar, auf Wiedersehen. Mach's gut. Als wir erfuhren, dass mein Dad bei uns auszieht, da habe ich mir andauernd überlegt, wo wird er wohl hingehen? Und wo wird er nachts schlafen? Und das hat mich sehr belastet, denn ich habe mir vorgestellt, er übernachtet jetzt wie so ein Obdachloser. Auf Parkbänken. Und er braucht auch ein Kopfkissen. Einen Augenblick noch. Hast du meinen Schal? Mhm. Mach's gut, mein Engel. Bis dann. Beeilung. Wiedersehen, Dad. Und wenn du auf die Marineakademie willst, ich habe perfekte Beziehungen über Colonel Stuber. Wir waren zusammen in Andover. Danke, aber eine Militärlaufbahn würde für mich nicht in Frage kommen. Und jetzt muss ich lernen. Na klar. Jesse, holst du den Nachtisch? Gerne. Lloyd, du kannst sitzen bleiben. Hey, Jesse James, was gibt's zum Nachtisch? Fruchtsalat. Ich weiß ja, ich wiederhole mich. Aber ich kann nur sagen, Karen, deine Kinder sind wirklich toll. Ich hab sie verdammt gern. Ja, die sind ganz in Ordnung. Sag mal, was hältst du von Bowling? Jeden Donnerstag startet das Space Bowling für Groß und Klein. Das ist toll. Da gibt es Nebelmaschinen und all sowas. Klingt gut, aber heute müssen sie noch Hausaufgaben machen. Vielleicht sollten wir uns das mal für die nächste Woche vornehmen. Okay, wenn du meinst. Ja. Ich will ja bloß, dass die beiden mich besser kennenlernen. Lloyd, ich finde alles gut, so wie es im Moment ist. Geht mir genauso. Und was meinst du damit? Dass wir vielleicht lieber nichts erzwingen sollten. Oh, sicher. Natürlich. Ich gehe schon. Hallo. Hey. Du wolltest doch heute bei deinem Dad sein, das hast du mir doch gesagt. Da irrst du dich. Was soll's? Hauptsache, ich hab dich doch noch gefunden. Das hast du. Sie ist toll. Ich glaube, ich habe ihr wirklich viel zu verdanken. Und ich weiß, ich habe sie einfach verdammt gern. Was ist mit deinen Hausaufgaben? Naja, ich fange gerade an. Na schön, ich helfe dir. Gut. Aber irgendwie nervt es auch ein bisschen, dass sie ständig da ist. Buh! Tut mir leid. Mom? Ja? Wie gefällt dir Leute denn für Humor? Darüber habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, aber er ist schon irgendwie witzig. Du findest ihn nicht abgedroschen? Weißt du, Lloyd ist ein wirklich sehr lieber Mann und naja, es kann schon sein, dass seine Witze etwas schräg sind. Und hast du Dads für Humor gemocht? Geh ans Telefon. Hallo? Keine Ahnung, ich sehe mal nach. Mom, da ist ein Mädchen für Eli dran. Na und? Na und? Was soll ich jetzt tun? Ich finde, das ist eine ziemlich peinliche Situation. Jennifer sitzt da unten. Schätzchen, es ist völlig normal, dass Eli Anrufe von Mädchen kriegt. Bitte red du mit ihr. Ich kann sowas nicht. Wende sie ab. Hallo? Natürlich. Einen Moment bitte. Darf ich fragen, wer dran ist? Eli, du wirst am Telefon verlangt. Und, wer ist dran? Ich lass mich überraschen. Danke, Jesse. Na, Freundin? Hallo. Alles okay? Ja, bestens. Gefallen dir farbige Zehennägel? Ich werde erst heiraten, wenn ich 34 bin. Die Farbe sieht toll aus. Worum ging's denn? Nichts Wichtiges. Nur der Trainer. Die Farbe passt zu dir. Das sieht richtig gut aus. Wär's mit einem Ei und Milch? Lieber was Pflanzliches. Ich wünschte, du hättest gestern dieses Mädchen gefragt, was es von Eli will. Hast du ihn wenigstens bei diesem Telefonat belauscht? Sowas macht eine gute Mutter ja wohl nicht, oder? Ganz im Gegenteil. Sowas gehört zu den mütterlichen Pflichten. Ich halte es eher für meine mütterliche Pflicht, Elis Privatleben zu respektieren. Und du bist nicht mehr ein klein bisschen neugierig? Ein reines Pflanzenprodukt. Da
Dann ist es also okay, Freunde anzulügen. So wie er gestern Jennifer von mir belogen hat. Jesse, ich denke nicht, dass wir uns da einmischen dürfen. Das ist doch mein... Hey, du hast es mir geschenkt. Willst du auch ein Glas? Ja, danke. Ich glaube, der ist schlecht geworden. Eli? Ja? Dieses Mädchen, das dich gestern angerufen hat. Ja? Wie war ihr Name? Cassidy? Ja. Okay, ich habe nicht vor, mich da einzumischen. Allerdings, wie läuft es denn so mit dir und Jennifer? Gut, sehr gut. Es läuft toll. Ich bin zurzeit nur ein klein wenig verwirrt, okay? Wenn das so ist, dann willst du vielleicht darüber reden? Ich meine, ich kenne sowas und könnte dir vielleicht... Nein, danke, nicht nötig. Ich komme schon allein. Warte noch ganz kurz. Vergiss nicht, dass Mädchen in diesem Alter sehr sensibel sind. Okay? Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, ganz und gar nicht. Will sie auch mal was anderes sagen? Das soll ihr gesamtes Konzept sein. Ja. Und angenommen... Was? Ach, vergessen Sie es. An was haben Sie gedacht? Sie würden uns nur für verrückt halten. Ich würde gerne alleine entscheiden, ob ich etwas für verrückt halte. Okay, ich denke, wir haben keine andere Wahl, als ein paar Gesetze zu ändern. Eigentlich heißt es nur, keine Wahl haben. Was? Keine andere Wahl haben ist sehr schlecht formuliert. Ach ja? Es geht nicht um andere Wahlen, sondern um Wahlmöglichkeiten. Tut mir leid, an der Uni habe ich bloß Medizin studiert. Ich habe diese Macke, Leben retten zu wollen, obwohl die Sprache Hören natürlich Sie, Dr. viel Fischer, wichtiger... Es würde Jahre dauern, solche Gesetze ändern zu lassen. Leo. Leo, es würde Jahre dauern, solche Gesetze ändern zu lassen. Zu schade. Und wieso können wir nicht so ein Volksbegehren in Gang bringen? Weil sich das noch viel länger hinziehen würde. Vielleicht können wir jemanden bestechen. Sie kennen doch sicherlich jemanden, der... Also nicht. Dann bestellen wir uns was zu essen. Okay, das ist endlich mal eine vernünftige Idee. Auf was haben Sie Appetit? Ich esse alles. Bestellen Sie uns, was Sie wollen. Na gut, dann also indisch. Oh, Was? Naja, dieses indische Essen bekommt mir nicht. Na gut, wie wär's mit italienisch? Wollen Sie etwa Pizza essen oder sowas? Okay, dann suchen Sie uns was aus. Nein, ich werde mich nach Ihnen richten. Ich esse, was Sie wollen. Nur kein Griechisch. Oh, weißt du, Mann, ich habe nur ein bisschen zum Tanzen gebracht. Ja, krieg dich wieder ein. Baby, du bist einfach nicht cool genug. Hey, Eli, ich denke, wir sollten den hier mitnehmen. Du bist eine kleine Perverse. Oh mein Gott, der sieht ja aus wie mein Mathelehrer. Er ist es. So, so, du stehst auf Mädchenvolleyball und du hast eine Schwäche für Liebeskomödien. Hallo. Hi. Ich wollte mir den gar nicht ausleihen. Ich habe nur nachgesehen, wie lange der wohl dauert. Ah, wirklich? Ja. Und wie lange dauert der? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt hast du mich blöd aussehen lassen. Dann sind wir jetzt also quitt. Ja. Eli, wir können jetzt gehen. Hallo. Hallo. Hast du Philadelphia? Den wollte Dad sehen. Ehrlich? Ja, wollte er. Also hol ihn. Dein Dad ist also auch sein Softie. Ja, ja, wir sind eine furchtbare Softie-Familie. Ja. Ach so, gut, dass wir uns hier treffen. Ich wollte dir ja noch was geben für die Skitour. Oh, denn ja. Wenn du mitkommen willst, müssen deine Eltern noch was unterschreiben. Ja, natürlich. Und dafür gibt's so ein Formular. Ich verstehe, danke, aber ich habe noch keine Ahnung. Na ja, überhaupt... du musst dich ja noch nicht festlegen. Doch gut. Ich glaube, das wird eine ziemlich nette Skireise. Okay, ich denke drüber nach. Hier ist die Kassette, wir können jetzt los. Cassidy, kommst du endlich? Oh, ich muss auch los. Lass dich nicht aufhalten. Eine Frage noch. Heute gibt's bei mir so eine Art Horror-Video-Festival. Nichts Spektakuläres, aber vielleicht willst du auch kommen. Warum nicht? Cool. Dann sehen wir uns ja vielleicht nachher. Ja. Okay. Nichts wie raus hier. Was ist so schlimm daran, wenn man zu jemandem nett ist? Ich meine, es gibt Leute an der Schule, die richtig nett sind und die ich gut leiden kann. Naja, und mit denen kann ich mich ja wohl mal unterhalten. Oder nicht? Das ist das Mädchen, das bei uns angerufen hat. Ich habe ihre Stimme wieder erkannt. Aber das geht dich nichts an, verstanden? Oh doch, das geht mich was an. Du hast mich zu deiner Komplizin gemacht, als du Jennifer beschwindelt hast, die zufällig auch meine Freundin ist. Was war das für ein Zettel, den du von ihr bekommen hast? Lass mich in Frieden und steig ein.